Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 63, Antrag der Fraktion der FDP betreffend eine Aktuelle Stunde. Regierung Bouffier muss Trassenverlauf von Südlink durch Hessen verhindern. Bürger dürfen nicht Opfer einer verfehlten Energiepolitik werden. Drucksache 19/5042. Anschließend beraten wir, stimmen wir ab über 71 und 74. Erste Wortmeldung, Kollege Rock, FDP-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben mit Überraschung aus den Medien erfahren, dass das Land Thüringen jetzt versucht, über einen Umweg die Trassenführung der sogenannten Südlink-Trasse durch ihr Bundesland zu verhindern. Was ist der Südlink? Wir haben ja heute viele Zuschauer. Einige werden es ja schon wissen, aber ich will es noch einmal kurz sagen. Es ist eine Hochspannungstrasse, Gleichstromtrasse, die vom Norden Deutschlands bis in den Süden Deutschlands geführt werden soll. Es wird immer wieder behauptet, das wäre die Schlagader der Energiewende, um Windstrom aus dem Norden in den Süden zu bringen. Und wenn die nicht kommen würde, dann wäre die Energiewende nicht umsetzbar. Es geht also, wenn man die ideologisch getriebene grüne Energiewende, wie sie in Berlin und aber auch hier in Hessen durchexerziert wird, für richtig hält, ist es ein absolut notwendiges Projekt, das wir als Freie Demokraten als völlig überflüssig ablehnen. Und warum lehnen wir das ab? Weil die grüne Energiewende, so wie sie in Berlin und in Hessen betrieben wird, langsam absurd wird. Sie wird absurd, und ich will es mal an wenigen Fakten darlegen. Die Kosten explodieren. Es kostet Industriearbeitsplätze, es kostet den Mittelstand unfassbar viel Geld, und es teilt diese Gesellschaft in zwei Gruppen ein, in wenige Gewinner, die richtig viel Geld damit verdienen, und in ganz viele Verlierer. Es ist eines der größten Umverteilungsinstrumente, das die Bundesrepublik Deutschland hier kennengelernt hat. 25 Milliarden € werden verteilt von allen zu wenigen Investoren, und das jedes Jahr. Und womit wird denn das eigentlich immer vertreten, oder was ist das Argument für diese Politik, die so viel Schaden in unserem Land anrichtet und so wenig nutzt? Was ist das Argument? Der Klimaschutz, CO2-Einsparung. Ich kann Ihnen sagen, das sind ja nicht meine Zahlen, die können Sie nachlesen. 2014, 2015 und 2016 ist jetzt bekannt geworden, wie viel CO2 in der Bundesrepublik Deutschland ausgestoßen worden ist. Ich kann Ihnen sagen, der CO2-Ausstoß steigt in Deutschland. 2016 liegt er höher als 2015 und 2014, trotz gigantischer Subventionen. Das macht deutlich, diese Politik ist gescheitert. Sie nutzt dem Klima gar nichts. Und da Sie ja mir in der Energiepolitik nicht glauben, möchte ich mal zwei weitere Zeugen heranführen. Das ist das IPCC, das ist der Weltklimarat, der uns immer wieder deutlich macht, dass das Instrument, das EEG, dieses Bürokratiemonster, Umverteilungsmonster von unten nach oben, dass diese Politik den Klimaschutz in Deutschland nur teurer macht und kein bisschen effizienter, sagt der Weltklimarat. Das müssen Sie doch einmal zur Kenntnis nehmen. Und wenn Sie das nicht glauben, in Marrakesch, das haben Sie doch verfolgt. Also Grüne müssen doch Marrakesch verfolgt haben. Und dann haben Sie doch auch festgestellt, dass man in Marrakesch Deutschland die Klimasau verliehen hat. Für unsere Klimapolitik, die fassungslos viel Geld kostet, der Wirtschaft schadet, in der Gesellschaft Schaden anrichtet. Und diese Politik muss endlich durch eine vernünftige Energiepolitik ersetzt werden. Und dafür treten wir ein. Und eines dieser Symbolthemen dieser Politik ist eine Stromtrasse, die Sie vom Norden Deutschlands bis in den Süden durch unsere Landschaft schlagen wollen. Fassungslos teuer, was wieder alle bezahlen müssen, schädlich für die Natur und die Umwelt und unglaublich schwierig überhaupt umzusetzen und voranzutreiben und eigentlich von den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort überhaupt nicht gewollt. Mit dieser Politik sind Sie auf dem falschen Weg. Und das sehen Sie auch daran, dass die politische Diskussion sich verändert hat. Die politische Unterstützung für diese Trasse, die nimmt immer mehr ab. Was war das noch für eine Diskussion, wenn Seehofer als erster Mal gesagt hat, ich will das nicht?
Ich will keine Windräder mehr, ich mache H10, ich will diese Trasse nicht, ich will überhaupt keine Trasse, ich mache lieber 5 Gaskraftwerke mehr in meinem Land, zahle ein paar Euro mehr, habe ich mehr vom Klimaschutz als der ganze Kram. Was ist hier alles? Was haben die Fraktionen sich hier aufgeregt? Und jetzt gibt es ja eine besondere Regierungskonstellation in Thüringen mit einem linken Ministerpräsident, und der zieht jetzt den Denkmalschutz heran, um diese Trasse zu verhindern. Kluger Ministerpräsident, sehr pragmatisch. Aber was macht die Hessische Landesregierung an dieser Stelle? Hat sie es auch erkannt, dass man diese Politik verhindern muss? Oder wird sie weiter die Politik von gestern, die alle neuen Fakten ignoriert, weiter vorantreiben? Sie wird es vorantreiben. Sie haben einen Antrag eingebracht, in dem Sie auch wieder völlig falsch sagen, dieser Südlink ist die Voraussetzung für den Atomausstieg. Das ist so ein Quatsch. Sie wissen alle ganz genau, Sie brauchen grundlastfähigen Strom. Kollege Rock, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Ich komme zum Ende. Sie müssen diesen grundlastfähigen Strom woanders herkriegen. Diese Trasse bringt hier gar nichts. Und sie wird auch erst 2025 fertig. 2022 werden die Atomkraftwerke abgeschaltet in Deutschland. Das hat überhaupt nichts mit Atomkraftwerken zu tun. Das ist Ihre Ideologie. Und zum guten Schluss sage ich, am 24. September haben die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland die Chance, diese Politik abzuwählen. Abzuwählen. Wählen die. Alle, die diese Politik für falsch halten, sollen Freie Demokraten wählen. Dann wird diese Politik nämlich dorthin kommen, wo sie hingehört, ins Aus. Danke. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Landau für die CDU-Fraktion. Nein. Steht auch nichts dabei. Geht's jetzt? Ja. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, am 5. März 2015 hat die FDP in einer Aktuellen Stunde das Thema Südlink bereits einmal aufgerufen. Damals wie heute ging es um die Frage, wo die Stromtrasse Südlink durchgeführt werden soll. Die FDP unterstellte damals Ministerpräsident Bouffier, die Stromtrasse verhindern zu wollen. Nun kritisiert die FDP die Landesregierung, eben dies nicht zu tun. Also, liebe FDP, da frage ich Sie schon, was wollen Sie? Zu den Fakten. Die Notwendigkeit neuer Übertragungsnetze war auch Thema und Ergebnis des Energiegipfels hier in Hessen bei uns, indem sich eine Arbeitsgruppe unter, und das ist auch wichtig, unter Leitung des FDP-Wirtschaftsministers Posch genau mit diesem Thema der Infrastruktur als wesentliches Element einer erfolgreichen Energiewende beschäftigt hat. Mit den Bedarfen und mit den Auswirkungen, ebenso wie mit der Gestaltung und Planung und Akzeptanz, hat man sich dort beschäftigt. Eine solche Übertragungsstromleitung ist der Südlink eben genau das, womit man sich im Energiegipfel beschäftigt hat. Eine Verbindung, ist es gesagt worden, von der Nordsee nach Bayern, von wo der Strom dann in Bayern, Hessen und Baden-Württemberg verteilt wird. Damals, 2015, war geplant, eine oberirdische Trasse durch Osthessen zu führen. Damals der Vorwurf, ich sagte es, an Ministerpräsident Volker Bouffier, er würde dem Projekt keine Unterstützung mehr zukommen lassen. Und wie hat sich unser Ministerpräsident Bouffier damals, 2015, zu dem Thema geäußert? Erstens in der FAZ vom 9. Januar 2015, die geplante Leitung von Nord- nach Süddeutschland sei für eine sichere Versorgung in Hessen notwendig. Zweitens in der Fuldaer Zeitung vom 12. Februar 2015, bei Notwendigkeit der Trasse muss auch die Variante über Thüringen geprüft werden. Erdverkabelung bei Nähe zur Bewohnung ist wichtig. Bau der Trasse dort, wo die wenigsten Hindernisse bestehen. Und wo stehen wir heute? Die Bundesnetzagentur musste ihre Pläne komplett überarbeiten, weil nun für diese Trasse der Vorrang einer Erdverkabelung vor einer oberirdischen, einer Freileitung gilt. Anders als damals ergibt sich nun aus den neuen Vorgaben, dass ein Trassenverlauf durch Thüringen statt durch Hessen den Vorrang gegeben wird, weil dort eben, wie von Bouffier gefordert, die wenigsten Hindernisse bestehen.
Es gilt also das, was Bouffier damals gesagt hat, genauso noch für heute. Ohne Sinn und ohne Grund, und den Vorwurf muss ich machen, unterstellt die FDP nun der Landesregierung, sie wolle hessische Interessen verkaufen. Sie wolle die Stromtrasse durch Hessen führen. Sie wolle nicht verhindern, dass die Stromtrasse durch unser Bundesland führt. Oder anders ausgedrückt, etwas schärfer formuliert, die hessische Landesregierung wolle der linken Landesregierung in Thüringen was Gutes tun. Das am Ende ist der Tenor Ihres Antrags. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie leider schon so manches Mal bei Angriffen der FDP auf die schwarz-grüne Landesregierung werden von ihr, also der FDP, Nebelkerzen geworfen, um ihre eigene Substanzlosigkeit zu verschleiern. Wir können feststellen, SüdLink untersteht der Bundesfachplanung und nicht Befindlichkeiten und Wünschen betroffener FDP-Politiker oder Bundesländern. Aufgabe unserer Landesregierung kann es also nur sein, darauf zu achten, dass die Planung und der Bau ausschließlich nach fachlichen Kriterien erfolgt. Widerstände gegen Stromtrassen, wie sie auch bei anderen Infrastrukturprojekten in der Bevölkerung mitunter da sind, die muss man ernst nehmen, und sie werden auch gehört. Und das ist richtig so. Nun aber geschieht etwas Feines, und das will ich an dieser Stelle dann auch noch einmal sagen. Der linken Politiker Ramelow als Ministerpräsident des Landes Thüringen will die Grenze zwischen Hessen und Thüringen wieder dicht machen. Da horcht man erst einmal auf. Diesmal nicht für Menschen, sondern für Infrastrukturmaßnahmen. Konkret geht es um das grüne Band entlang des ehemaligen DDR-Todesstreifen. Es soll zum nationalen Naturmonument werden und somit unquerbar für eine Stromtrasse. Thürings BUND-Landeschef Burkhard Vogel sagt auch ganz klar, dass man natürlich, wenn man so etwas macht, alle Diskussionen für eine Thüringer Trasse damit auch beendet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Streit um den Verlauf der geplanten Stromtrasse SüdLink hat Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir die thüringische Landesregierung zu Recht bereits kritisiert. So liest man das in der Hessenschau vom 27. Mai. Er sagt aber auch wörtlich an anderer Stelle, nämlich gegenüber der deutschen Presseagentur, man hebt ein einzelnes Kriterium hervor und ignoriert dabei viele andere. Und das ist eben das, was man da nun mit dem ehemaligen Todesstreifen und jetzt nationalen Naturmonument macht. Kollege Landau, Ihre Redezeit ist zu Ende. Ich komme dann zum Schluss. Die hessische Landesregierung, das ist mein letzter Satz, geht mit Sachargumenten und Vernunft in die Diskussion und in die weiteren Verhandlungen zu der SüdLink-Trasse und lässt sich nicht von irgendwelchen Stimmungen und Befindlichkeiten treiben. Und das ist genau richtig so. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Gremmels für die SPD-Fraktion. Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die FDP lässt wieder einmal die Frage unbeantwortet, wo denn der Strom herkommen soll. Aus der Steckdose? Wo sollen wir denn unseren Strom herbekommen? Sie sind gegen Windkraft im Binnenland. Sie sind gegen Windkraft offshore. Sie sind gegen Photovoltaik. Dann sagen Sie doch den Menschen bitte, wo die Energie aus Deutschland herkommen soll. Das bedeutet im Klartext mehr Kohle, mehr Gas. Und Sie wollen auch Fracking. Das haben Sie ja hier im Plenum mehrfach deutlich gemacht. Dann haben Sie den Mut und den Mumm, Herr Rock, stellen Sie sich hier vorne hin und sagen Sie, Sie wollen Fracking in Nordhessen, Sie wollen in 400 Meter Abstand zur Wohnbebauung Erdgas fördern. Das wäre die Wahrheit. Dann würden Sie den Menschen vor Ort rein Wein einschenken und hier nicht solche Spirenzien aufführen. Und dann gucken wir ja mal, das war für uns eine harte Woche, weil es sind ja in zwei Bundesländern nun demnächst die FDP, oder die FDP regiert mit in Schleswig-Holstein und in NRW. Und was steht denn da zur HGÜ drin im Koalitionsvertrag? Gucken Sie, haben Sie mal reingeguckt, Herr Rock? Lesen Sie doch mal, was Ihre Parteifreunde in Schleswig-Holstein sagen. Sie wollen aber möglichst schnell und dass möglichst konsequent der Netzausbau vorangetrieben wird, Ihre Parteifreunde, da wo Sie regieren. Und gucken Sie mal in NRW, Ultranet. Nichts, auch dort Netzausbau. Da, wo die FDP Verantwortung trägt, macht sie genau das Gegenteil von dem, was Sie hier in Oppositionszeiten fordern. Lieber Herr Rock, auch das gehört zur Redlichkeit dazu. Auch das gehört zur Redlichkeit dazu.
Und ich sage Ihnen auch natürlich, Sie kennen die Position, die wir haben als SPD, und das ist ja auch unterstützt vom DEW. Die haben deutlich gesagt, dass man andere Maßnahmen bräuchte außer dem Netzausbau. Man braucht kein Südlink-Netz. Das braucht man nicht, aber die Entscheidungen sind an anderer Stelle getroffen worden. Und es war der Verdienst von Sigmar Gabriel, der dafür gesorgt hat, dass der Vorrang für Erdkabel kommt. Ich glaube, das ist eine sehr sinnvolle Alternative, die zu Neuplanungen führt. Und da ist es doch ganz einfach, dass das nach fachlichen Kriterien zu erfolgen hat und nicht nach Willkür, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das muss nach fachlichen Kriterien erfolgen. Ich kann nur, insofern bin ich Ihnen dankbar, dass wir das Thema hier heute aufrufen. An alle, die meinen, in Hessen das Thema sei durch und Südlink würde auf jeden Fall durch Thüringen laufen, nur sagen, Obacht, es werden Alternativen geplant. Und die werden gleichrangig geplant. Deswegen kann ich allen nur sagen, in den Städten und Gemeinden und auch in den Kreisen, dass sie ihre Interessen in das Verfahren weiterhin einbringen, dass sie weiterhin ihre Argumente vorbringen, aber dass das nach sachlichen, fachlichen und rechtlichen Kriterien am Ende des Tages geprüft wird. Allerdings, Herr Al-Wazir, also ich kritisiere auch, was in Thüringen geschieht. Also das ist sozusagen, wasch mich und mach mich im Pelzchen nicht nass und sozusagen jetzt alles nach Hessen schieben und die sollen das jetzt sozusagen ausbaden. Das haben wir übrigens nie so getan als Hessen. Wir haben uns lange und heftig hier auch über Südlink gestritten. Wir hatten Anhörungen dazu, aber wir haben hier kein schwarzes Peterspiel gemacht, weil ich finde das unredlich und ehrlich gesagt finde ich das auch zwischen den Bundesländern unsolidarisch. Ja? Aber was ich mir wünschen würde von der hessischen Landesregierung, was ich mir wirklich wünschen würde von der hessischen Landesregierung, ist, dass sie stärker auch noch einmal darauf hinweist, was sozusagen hier in Hessen droht, was hier möglich ist, und dass man auch hier als Landesregierung und dass man auch die kommunalen Partner auffordert, ihre Interessen im weiteren Verfahren deutlich zu machen und im weiteren Verfahren heranzuziehen. Allerdings, und da muss ich dann auch schmunzeln, wenn ausgerechnet jetzt, Herr Ramelow, ausgerechnet jetzt, 25 Jahre nach der deutschen Einheit, auf einmal erkennt, dass sozusagen die innerdeutsche Grenze ein Naturschutzgebiet werden soll, um die Trasse zu verhindern. Also ehrlich gesagt, das finde ich dann etwas interessant und abenteuerlich und auch nicht ganz redlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich sage Ihnen an dieser Stelle noch einmal ziemlich deutlich, wir als SPD in Hessen arbeiten für eine möglichst dezentrale Energieerzeugung. Denn je mehr Trassen, je mehr Windkrafträder wir hier vor Ort bauen, desto weniger groß muss der Trassenausbau sein. Das ist so, und deswegen kämpfen wir hier für erneuerbare Energien, die vor Ort produziert und vor Ort konsumiert werden und nicht über lange Strecken transportiert werden müssen. Aber auch da haben wir die FDP nicht an unserer Seite. Sie kämpft sozusagen überall gegen die Energiewende, ohne den Menschen zu sagen, woher der Strom kommen soll. Ich stelle fest, auch diese Frage lassen Sie heute mal wieder unbeantwortet. Ich glaube, dass Sie den Menschen da schuldig sind, aber abgerechnet wird am Schluss. Wir glauben, dass wir in der Tat die bessere energiepolitische Position haben und gehen damit erfolgreich nicht nur in den Bundestagswahlkampf, sondern auch 2018 in den Landtagswahlkampf. In diesem Sinne, Glück auf! Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Kollegin Schott für die Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ein bisschen finde ich diese Debatte vergiftet, weil die FDP hier antritt, in einer Art und Weise zu sagen, dass die Landesregierung das Land Hessen schützen muss vor dieser scheußlichen Trasse, weil die Menschen die nicht wollen, tatsächlich aber meint, wir wollen die Energiewende nicht. Und das hier so zu ummanteln versucht, als ob es um ein Bürgerinteresse ginge, das sich ganz stark manifestiert hat in Bewegung, insbesondere in Nordhessen, mit Bürgerinitiativen quer durchs ganze Land, durch die ganze Republik, weil die betroffenen Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, mehrheitlich zu dem Ergebnis gekommen sind, wir wollen diese Leitung nicht. Wir wollen sie erstens und vor allen Dingen nicht oberirdisch.
aber wir wollen sie eigentlich und konsequent auch nicht unterirdisch. Weil wenn man anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, kommt man zu dem Ergebnis, dass man bei einer vernünftigen Energiewendepolitik vor Ort diese Leitung nicht braucht. Nicht in der Form, wie sie jetzt ist, weil zwischendurch weder Energie aus dieser Leitung entnommen werden kann, noch Energie, die vor Ort erzeugt wird und nicht verbraucht wird, in diese Leitung eingespeist wird. Das heißt, wir haben nichts anderes als eine Energieschnellstraße quer durch die Republik zugunsten derer, die irgendwo großen Stil produzieren, und derer, die am Ende abnehmen im großen Stil. Wir haben für die Energiewende vor Ort, für alle die, die Energiewende aktiv betreiben, für die, egal welche Form, Windparks, Gasanlagen etc., keine Chance, mit dieser Leitung zusammen irgendetwas anzufangen. Ein Grund mehr, weshalb die Menschen vor Ort sagen, wir wollen diese Leitung nicht. Und alle die Menschen, die da Transparente aufhängen, schreiben immer auf ihre Transparente, sie können das seitenweise im Netz verfolgen, Energiewende ja. Südlink nein. Das heißt, es sind nicht die Gegner der Energiewende, an deren Fersen sich die FDP hier im Wahlkampf zu heften versucht. Das muss man doch einmal in aller Deutlichkeit sagen. Da sind Sie auf dem falschen Trip. So, wenn man sich jetzt überlegt, was tut eine Regierung, um die Interessen ihrer Bürger zu vertreten, dann ist es auch legitim, wenn eine Regierung sagt, wir wollen das in unserer Region nicht. Dann muss man sich aber, wurde vorhin schon einmal gesagt, auch einmal einigen, ob man die Regierung nun auffordert, das haben zu wollen, oder das auffordert, es nicht haben zu wollen. Wenn Thüringen an der Stelle jetzt das Band der Grenze zu Hessen zu einem Naturschutzgebiet machen will, dann ist es doch keine ganz neue Erfindung. Seit 25 Jahren sagen Umweltschützer, Artenvielfaltpfleger, Beobachter, Menschen, die sich in der Natur beschäftigen und auskennen, dieser Streifenland, der über viele Jahre nahezu unberührt war von Menschen, ist ein ganz besonderes Biotop, das es zu schützen gilt. Ganz besonderes Biotop. Wenn das jetzt endlich von einer Landesregierung zur Kenntnis genommen wird und das, was davon noch übrig ist, unter besonderen Schutz gestellt wird, dann sollten wir uns eigentlich im Interesse unserer Umwelt darüber freuen. Und sollte der Hintergedanke dabei sein, sollte es tatsächlich sein, wie hier unterstellt wird, dass man damit auch noch eine unbeliebte Stromtrasse im eigenen Land das Leben deutlich schwerer macht, dann finde ich das aus der Seite einer Landesregierung, die ein kritisches Verhältnis zu diesem Südlink hat und schon immer hatte an der Stelle, auch durchaus legitim und durchaus nicht eines Vorwurfs wert. Von daher verstehe ich überhaupt nicht, warum wir uns hier nicht um unsere Angelegenheiten kümmern an der Stelle, zu der wir dann aber tatsächlich gar nicht so furchtbar viel tun können. Weil da der Antrag ja tatsächlich recht in dem steht, dass die Netzagentur das plant. Wir müssen aber auch noch einmal einen Moment schauen, was bedeutet denn dieses Kabel für den Endverbraucher, für den Preis vom Endverbraucher, wer nutzt und wer zahlt. Und da kann ich wieder nur sagen, sozial ist dieses Kabel auf keinen Fall. Und sozial gerecht ist es erst recht nicht. Denn es macht für den Endverbraucher, der der einzelne Mensch ist, der den Strom braucht, den Strom teurer. Für die, die relativ viel abnehmen, an der Stelle nicht unbedingt, weil die von den horrenden Gebühren ausgenommen sind. Dieses Kabel, unserer Meinung nach, wäre nicht notwendig, wenn wir eine vernünftige, sinnvolle, schnell arbeitende, tatsächlich funktionierende und von allen gewollte Energiewende hätten. Und, liebe FDP, an der Stelle wäre es endlich einmal gescheit, nicht den Trump zu geben und zu sagen, dass das alles falsch ist. Wir sind in einer Situation, wo wir die dringend notwendig brauchen, wo wir sie schneller brauchen, als wir sie gerade hinkriegen, wo wir sie mit mehr Energie brauchen, als wir sie gerade machen können, wo wir jeden brauchen, der sie mitträgt, wo wir jeden brauchen, der sagt, das ist der Weg der Zukunft, das ist der Weg der Zukunft, den wir gehen müssen. Blockierer an der Stelle sind ewig gestrig. Vielen Dank. Das Wort hat Kollegin Dorn für Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren!
Ich möchte auch am Anfang mit einem Zitat beginnen, und zwar aus dem Jahr 2011 im April, also nach Fukushima. Es wird momentan der Eindruck erweckt, dass man, wenn die Atomkraftwerke und die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, einen Schalter umlegen könnte, und sofort könnte regenerative Energie diese Verluste im Netz ersetzen. Jeder, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, weiß Bescheid. Worüber wir diskutieren bzw. was wir zur Grundlage unserer Aktuellen Stunde gemacht haben, ist eigentlich nur ein erster Schritt zur ausreichenden Integration von regenerativer Energie ins Stromnetz. Neue Energie braucht neue Netze. Was für wahre Worte! Von wem stammen diese wahren Worte? Von René Rock, damals noch Mitglied einer Fraktion, einer Regierungsfraktion, heute Fraktionsvorsitzende hier der FDP. Das haben Sie gesagt, und Sie wollen uns erzählen, dass Sie schon immer gegen Südlink waren. Das ist ja wohl einmal eine absolute Unverschämtheit. Sie haben jegliche Glaubwürdigkeit über Bord geschmissen bei dem Thema Energiepolitik. Sie haben früher einmal Verantwortung übernommen. Heute reicht Ihnen das Label einer Protestpartei. Das ist nicht meine Sache. Das müssen Sie entscheiden, ob das gut für Sie ist oder nicht. Was mich aber wirklich ärgert, ist, dass Sie den Menschen Sand in die Augen streuen. Sie streuen ihnen Sand in die Augen, weil sie tun so, als ob wir hier auf Landesebene beschließen könnten, als ob Thüringen beschließen könnte oder Bayern beschließen könnte oder der Hessische Landtag, wo diese Trasse entlangläuft. Am Ende entscheidet das, und das wissen Sie eigentlich auch, Herr Kollege Rock, die Bundesnetzagentur. Und wir haben im Gegensatz zu Ihnen, Herr Kollege Rock, von Anfang an haben wir die gleiche Linie. Und wir halten diese Linie auch, wenn sie unbequem sind, und wir glauben auch ganz fest, dass es die einzige Linie ist, die auch nachhaltig trägt und den Menschen hilft. Der erste Punkt. Wir stehen im Gegensatz zu Ihnen, Frau Kollegin Schott, voll und ganz zur Energiewende. Man kann nämlich nicht nur die Sonnenseite genießen und sagen, wunderbar, dezentrale Energie, Wertschöpfung vor Ort. Nein, Energiewende ist auch sichtbar. Stromtrassen sind sichtbar. Und wenn man von Atom wegkommen möchte, wenn man Kohle abschalten will, das wusste damals ja noch der Kollege Rock, da muss man eben Versorgungssicherheit sicherstellen. Und wir haben enorm aufgeholt bei dem Ausbau erneuerbaren Energien im Süden, gerade hier in Hessen. Wir haben gerade das tausendste Windrad eingeweiht. Aber unser Stromimportbedarf, der ist immens, weil wir eine sehr starke Industrie haben. Das können Sie doch nicht einfach die Augen voll verschließen, Frau Kollegin Schott. Wir brauchen Import, und wir sind froh, dass im Norden so viel Windstrom auch entsprechend gerade erzeugt wird, teilweise 300% mehr, als wir brauchen, dass wir diesen Windstrom auch mit Südlink dann bekommen können. Insofern ist es richtig, wir brauchen einen Trassenausbau, nicht den, den die Bundesnetzagentur mal dargestellt hat, aber einen priorisierten Netzausbau brauchen wir, und dazu stehen wir, weil wir stehen voll und ganz zur Energiewende. Und bei der FDP ist wenigstens das dann konsequent mittlerweile. Die FDP will keine Trassen. Sie sagt ja auch klar, sie will keine erneuerbaren Energien. Sie sagt, sie möchte weder hier erneuerbare Energien haben, noch im Norden möchte sie erneuerbare Energien haben. Sie wollen Kohlekraft. Stimmt, dann braucht man keine Trassen. Da muss man aber auch so ehrlich sein, Herr Kollege Rock, dass Ihnen Klimaschutz vollkommen egal ist. Und Frau Kollegin Schott, Sie müssen sich schon einmal fragen lassen, ob es irgendwie nicht absurd ist, dass Sie Seite an Seite mit der FDP schreiten gegen Stromtrassen. Ich werde nicht vergessen, dass Sie in einer Debatte die Trassen sogar Monstertrassen genannt haben. Das Thema kenne ich eigentlich nur von früheren Debatten über Windkraft. Da wurde gegen die Energiewende enorm angestachelt. Das sollten Sie sich schon einmal fragen, ob Sie hier auf der richtigen Seite noch stehen. Und an die Kollegen der SPD würde ich auch gerne einmal die Frage stellen, welche Position gilt jetzt eigentlich? Der Fraktionsvorsitzende der SPD hat immer gesagt, wir brauchen Südlink. Er hat dafür immer mit mir auch gemeinsam auf Podien entsprechend dafür Stellung genommen. Jetzt sagen Sie, Herr Kollege Gremmels, eigentlich brauchen wir es nicht. Es ist jetzt so entschieden, aber eigentlich bräuchten wir es nicht. Das ist schon ein Widerspruch, den müssen Sie einmal aufklären, was denn eigentlich Sachlage ist. Wir haben uns immer eingesetzt dafür, dass wir bereit wären, wenn Südlink entsprechend auch durch Hessen kommt. Wir haben aber auch immer gesagt, wir brauchen dann verträgliche Lösungen. Wir wollten mehr Transparenz, damit die Bürgerinnen und Bürger sich auch beteiligen können. Wir haben gesagt, wir brauchen mehr Erdverkabelung. Auch das ist am Ende gekommen. Man kann eben beides. Man kann Kurs halten und trotzdem die Anliegen der Menschen ernst nehmen, Herr Kollege Rock. Und was Sie machen, ist St. Florians Prinzip, Herr Kollege Rock.
Das ist genau das, was wir nicht tun bei energiepolitischen Fragen. Ich nenne einmal das Thema, was besonders schwierig ist für GRÜNE, Atomkraft. Was machen wir mit den radioaktiven Abfällen? Wir sind sicherlich, und nicht im Gegensatz zu Ihnen, Herr Kollege Rock, verantwortlich für die radioaktiven Altlasten. Frau Kollegin, Sie müssten zum Ende kommen. Ich kenne die Person. Ich wollte sagen, wir haben auch bei dem Thema Endlagersuche immer dafür gestanden. Wir machen kein St. Lorenz-Prinzip, weil das blockiert am Ende alles. Wir sagen, es muss klar auf fachlichen Kriterien gestützt sein. Und ich kann auch im Moment feststellen, die Bundesnetzagentur, also der letzte Trassenverlauf, den auch TNET entsprechend bewertet hat, das ist eine östliche Route. Nach fachlichen Kriterien durch die Erdverkabelung ist es im Moment eine Route, die nicht durch Hessen läuft. Und ich bin sicher, dass das Wirtschaftsministerium, wie es weiterhin Linie gehalten hat, fachlich prüfen wird und genau schauen wird, dass weiterhin fachlich geprüft wird. Und insofern ist das die Linie, die am Ende trägt. Nicht St. Florians Prinzip, sondern nach fachlichen Kriterien mitreden, genau prüfen. Und so machen wir das hier in der Landesregierung. Vielen Dank, Frau Kollegin Dorn. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Al-Wazir. Bitte schön, Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Energiewende ist eine der größten Aufgaben unserer Zeit. Von ihr hängt ab, Herr Kollege Rock, ob wir die Erwärmung der Erdatmosphäre in den Griff bekommen. Dabei geht es nicht nur um ein paar Striche auf dem Thermometer, sondern es geht um die Existenz von Küstenländern. Es geht um Flucht- und Wanderungsbewegungen, die weit über das hinausgehen, was wir heute erleben. Das muss man vielleicht bei manchen kleinen Karos, die gezeichnet werden, immer wieder am Anfang einer solchen Debatte erwähnen. In Deutschland haben wir uns vor Jahren auf den Weg gemacht und haben begonnen, unsere Energieversorgung schrittweise auf erneuerbare Quellen umzustellen. Das Ziel ist, von der Atomkraft und von klimaschädlichen Brennstoffen wie Kohle und Öl wegzukommen. Ich will das an dieser Stelle noch einmal sagen. Vor wenigen Wochen wurde der Rückbau des Atomkraftwerks Biblis offiziell gestartet. Das Zeitalter der Atomenergie in Hessen ist endgültig zu Ende. Ich will sagen, Herr Kollege Rock, genau diese Frage wollte ich Ihnen stellen. Wo kommt unser Strom eigentlich her? Wenn wir am Ende unsere Energieversorgung dauerhaft sichern wollen und sie gleichzeitig umweltfreundlich haben wollen, dann müssen wir die erneuerbaren Energien ausbauen und gleichzeitig unsere Stromsysteme besser miteinander vernetzen. Sie, Herr Kollege Rock, haben wohl offensichtlich jetzt sich verändert seit 2011. Sind eher sozusagen auf der energiepolitischen Agenda von Donald Trump unterwegs. Das ist erlaubt, aber ich glaube nicht, dass es am Ende erfolgreich sein wird. Ich will noch einmal ausdrücklich sagen, Stichwort, warum ist der Netzausbau nötig, auch in Richtung der Kollegin Schott von der Linksfraktion. Wenn im Norden der Wind weht und im Süden die Sonne nicht scheint, dann muss der Strom von Nord nach Süd kommen. Und dann heißt das auch, dass wir den Netzausbau brauchen. Ich bin sehr dafür, dass wir die Energiewende auch in Hessen vorantreiben. Ich bin sehr dafür, dass wir die Energiewende regional und dezentral betreiben. Aber bei volatilen Einspeisungen, und erneuerbare Energien sind volatiler als Atom- oder Kohlekraftwerke, ist eine zusätzliche Vernetzung notwendig, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit. Und wenn wir beispielsweise, ist ja kein Zufall, wenn wir beispielsweise jetzt erleben, dass eine Gleichstromleitung, der sogenannte Nordlink, von norwegischen Wasserkraftwerken nach Norddeutschland gebaut wird, dessen Endpunkt übrigens der Beginn des Südlinks ist, dann ist das kein Zufall, meine sehr verehrten Damen und Herren. Unser bisheriges Stromnetz ist 380 kV, Überlandleitungen, Wechselstrom. Das ist nicht als Transportnetz über Hunderte von Kilometern gemacht. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, brauchen wir auch die Gleichstromleitungen, die übrigens sehr viel verlustärmer den Strom auch über größere Strecken transportieren können. Und deswegen meine Bitte an alle, aber ganz besonders an die Adresse der hessischen FDP, an die Adresse der hessischen Linkspartei, aber auch an die Landesregierung in Thüringen und in Bayern.
Politik nach dem St. Florians-Prinzip wird der Bedeutung einer solchen Generationenaufgabe nicht gerecht. So, was haben wir in den letzten Jahren erlebt und auch in den letzten Monaten erlebt? Die Vorhabenträger des Südlinksprojekts haben im März 2017 zunächst das gemacht, was der Gesetzgeber von ihnen verlangt hat, nachdem übrigens auch vor allem auf Druck der Länder es gelungen ist, aus Südlink ein Erdkabelprojekt zu machen, musste die Trasse neu gesucht werden, weil man sucht Erdkabelprojekte nach anderen Kriterien als Freileitungsprojekte, unter anderem auch nach anderen geologischen Kriterien. Das ist ja eigentlich völlig selbstverständlich. Also, die Vorhabenträger haben im März 2017 der Öffentlichkeit einen Vorschlagskorridor vorgestellt, den sie nach intensiver Prüfung und nach raumordnerischen sowie nach natur- und artenschutzfachlichen Erwägungen für die beste Variante halten, um die beiden Südlink-Vorhaben als Erdkabel zu realisieren. Und dabei ist eine Trassenführung über Thüringen herausgekommen. Der Netzbetreiber TenneT favorisiert nicht zuletzt wegen genau den geologischen Gründen eine solche Trasse, und ein solcher Verlauf wäre außerhalb Hessens. Ich will ausdrücklich sagen, nachdem wir uns ihn sehr genau angeschaut haben, halten wir diesen Vorschlag für fachlich fundiert. Es ist aber wie immer, das ist übrigens auch gesetzlich vorgeschrieben, neben diesem Vorschlagskorridor gibt es auch noch alternative Korridorvarianten, die jetzt von der Bundesnetzagentur als Planungs- und Genehmigungsbehörde in den kommenden Monaten geprüft und bewertet werden. Ich will ausdrücklich sagen, dass ich keinerlei Anlass habe, daran zu zweifeln, dass der Vorhabenträger an dieser Stelle sorgfältig gearbeitet hat. Und ich will ausdrücklich auch sagen, dass Bundesnetzagentur und Vorhabenträger natürlich eine Vorzugsvariante sich betrachten, aber auch die anderen Alternativvarianten sich betrachten müssen. Es ist sozusagen keine Vorfestlegung, es ist noch keine Entscheidung über den endgültigen Verlauf der Trasse. Und ich will das ausdrücklich sagen, über die Trassenführung wird weder in Thüringen noch in Hessen entschieden, sondern die Bundesnetzagentur entscheidet dieses am Ende. Und wir haben gegenüber der Bundesnetzagentur zum Ausdruck gebracht, dass der finale Trassenverlauf einzig und allein auf der Grundlage fachlicher und objektiver Kriterien festgelegt werden darf. Und ich hoffe, dass der ganze Hessische Landtag das ebenso sieht. Und ich will das noch einmal sagen, wir sind alle gut beraten, wenn wir uns bei der Generationenaufgabe Energiewende und dem dazugehörigen Netzaufbau nur auf diese fachlichen und objektiven Kriterien berufen. Und das gilt so ganz nebenbei nicht nur für die FDP in Hessen, sondern auch für Rot-Rot-Grün in Thüringen. Und deswegen noch ein Wort zum sogenannten grünen Bandgesetz. Dann bin ich auch am Ende, Frau Präsidentin, das derzeit in Thüringen diskutiert wird. Ich habe volles Verständnis dafür, den ehemaligen Grenzstreifen als Erinnerung an die Teilung Deutschlands als nationales Naturmonument auszuweisen. Es ist ein tolles Projekt, wenn man aus einem ehemaligen Todesstreifen ein grünes Band machen kann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber mit dem Gesetz sollen wohl offensichtlich quasi nebenbei sogenannte Raumwiderstände geschaffen werden. Und bisher ist dieses Gesetz nur ein Entwurf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Landtag in Thüringen hat ihn noch nicht beschlossen. Ich würde mir wünschen, dass man dieses Gesetz in Thüringen an diesem Punkt noch einmal überdenken würde. Ich glaube nämlich nicht, dass ein Erdkabel mit ein paar Metern Breite, dass das grüne Band zweimal kreuzt, und zwar unterirdisch, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Wesen eines solchen Naturmonuments verändern würde, sondern ich glaube, dass an dieser Stelle es wirklich wichtig wäre, wenn man sich an diesen Punkten auch an fachlichen Kriterien, auch an naturschutzfachlichen Kriterien orientiert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es gibt ja Stichwort innerdeutsche Grenze, glücklicherweise Erfahrungen des Tunnelbaus zur Republikflucht. Ich würde mir nicht wünschen, dass wir jetzt aus der anderen Seite ähnlichen Maßnahmen greifen müssten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also auch da hoffe ich, dass am Ende die Fachlichkeit siegt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Staatsminister. Ich habe noch eine weitere Wortmeldung von Herrn Kollegen Krüger von der SPD-Fraktion. 3 Minuten 40 Sekunden. Bitte schön, Sie haben das Wort. 3 Minuten 40 Sekunden. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe mich jetzt, Herr Staatsminister, herausgefordert gefühlt durch die häufige Verwendung des Wortes fachlich, insbesondere auch von der Kollegin Dorn. Ich will nur zwei fachliche Anmerkungen machen. Die erste betrifft die Frage, sind denn HGÜ-Leitungen überlegen gegenüber 380 kV Drehstromleitungen? Nein, sind sie nicht. Bis zu einer Entfernung von ungefähr 1.000 km sind die Leistungsverluste etwa gleich groß. Erst ab über 1.000 km. Schauen Sie sich die Landkarte von Deutschland an. Ja, diese Strecken kriegen wir in Deutschland nicht so ohne Weiteres zusammen. Das können Sie gerne einmal bei Wikipedia nachgucken, Frau Kollegin Dorn. Ja, das ist ganz einfach nachzurechnen. Man muss halt schon rechnen können, aber dann ist es verhältnismäßig einfach. Also von daher rein fachlich gesehen, das muss man einfach einmal betrachten. Sind die HGÜ-Leitungen den 380 kV Drehstromleitungen nicht überlegen? Sie haben nur den Nachteil, dass man schlechter dann halt eben Ableitungen machen kann. Also das heißt, dass man dann halt eben wirklich nur Punkt-zu-Punkt-Übertragung macht. Das ist dann ein Problem. Je mehr Ableitungen man macht, desto schlechter wird dann oder desto größer wird der Übertragungsverlust. Zweiter fachlicher Hinweis, grünes Band. Also, Herr Minister, ich kann Ihnen nur empfehlen, schauen Sie sich einmal an, wie so ein Erdkabel aussieht. Das ist nämlich ein grünes Band. Das ist, im Prinzip ist der Landschaftseingriff bei einem Erdkabel größer als bei einer Freileitung. Und wenn Sie sagen, das eine grüne Band wird vom anderen grünen Band dann gekreuzt, das würde aber nichts ausmachen, gut, dann haben Sie zwei gekreuzte grüne Bänder. Und vielleicht kann man das dann ja wiederum gelb-grünes Band. Ja, dann kann man. Es ist nur, ich spreche nur dafür, dass wenn man auf Fachlichkeit verweist, diese auch vorweisen muss, meine Damen und Herren. Und also, das heißt, man sollte dann schon bei der Wahrheit bleiben. Darum geht es uns in dieser Frage. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Krüger. Als nächster Kollege spricht schon Kollege Lenders von der FDP-Fraktion. Für Sie die gleiche Redezeit. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Seitdem ich 2008 in den Landtag gekommen bin, sprechen wir über den Südling. Damals wusste noch keiner, wofür er überhaupt taugen sollte. Ich hatte damals nur schon einmal so eine gewisse Ahnung, dass eine HGÜ-Leitung, eine Hochspannungsleitung, für die Menschen erhebliche Probleme bereiten wird und dass die Ängste auch nicht ganz unbegründet sind. Meine Damen und Herren, und ich habe jetzt hier viel gehört, wer wann was wo an welcher Stelle irgendwie gesagt hat. Das führt uns in der Sache überhaupt nicht weiter. Die einzige Frage und das, was sich geändert hat und der Anlass der aktuellen Stunde, ist, dass die Landesregierung in Thüringen einen geschickten Schachzug gemacht hat. Was die gesagt hat, Südling, Energiewende brauchen wir alle, vor allem die Grünen immer alle voran. Und sagen Frau Dorn immer tapfer, sagt immer, brauchen wir und verteidigt es auch, einer der wenigen. Das war Staatsminister Al-Wazir nicht immer so. Aber die Thüringer haben jetzt einen geschickten Schachzug gemacht. Ja, da ist die Frau Dorn viel klarer. Und die Frage ist, wie reagiert jetzt die Landesregierung auf diesen Schachzug der thüringischen Landesregierung? Herr Al-Wazir hat jetzt hier ein bisschen etwas angedeutet, meine Damen und Herren, aber ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger brauchen eine klare Aussage, was denn gewollt ist von der Politik in Hessen, die immer wieder sagt, für die Energiewende brauchen wir den Südling, aber bitte nicht bei mir vor der Haustür. Meine Damen und Herren, so kann man es nicht machen. Und das ist das zweite Mal, dass wir das erleben. Das erste Mal haben Sie den Leuten gesagt, als Hochspannungsleitung geplant war,
Da kriegen wir ein Erdkabel, und dann wird alles gut. Ich bin dem Kollegen von der SPD sehr dankbar. Das war ein parlamentarischer Abend vom BUND, der uns das einmal vor Augen geführt hat, wie so ein Erdkabel aussieht. Das ist nicht ein kleines Kabel. Das ist ein wirklich breites Band von Kabeln, die nebeneinander liegen. Der Eingriff in die Umwelt, meine Damen und Herren, Frau Dorn, den müssen Sie den Menschen erst einmal erklären. Und er ist sehr nachhaltig, den Eingriff, den Sie machen. Das Erdkabel ist nicht die Lösung. Und die Menschen merken, dass das nicht die Lösung ist, dass es eher Probleme bringt als alles andere. Meine Damen und Herren, zur Redlichkeit gehört dazu. Alle, die sagen, wir wollen die Energiewende, meine Damen und Herren, alle, die sagen, wir brauchen die Energiewende, wir brauchen den Südling, der muss dann zur Ehrlichkeit auch in die Wahlkreise gehen. Und nicht wie der Ministerpräsident nach dem Motto, wir kriegen den Südling nicht in Osthessen. Doch, er wird jetzt nach Osthessen kommen, wenn es bei der Entscheidung von Thüringen bleibt. Und wenn diese Landesregierung nichts unternimmt, dann kriegen die Menschen in Nordhessen und Osthessen genau diesen Südling genau vor die Füße oder unter die Füße. Und das kann diese Landesregierung verhindern. Und da sehen wir eben nichts zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Für die Landesregierung spricht nun einmal Staatsminister Al-Wazir. Bitte. Also, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will an dieser Stelle noch einmal sagen, wir sind darauf angewiesen, dass wir gegenüber der Bundesnetzagentur, wenn ich das einmal so sagen darf, möglichst einig auftreten. Und wenn man gegenüber der Bundesnetzagentur auf fachlichen Kriterien besteht, dann bedeutet das zum Beispiel auch, es gibt ja viele Kriterien, Stichwort Geradlinigkeit. Natürlich ist der Weg sozusagen von Niedersachsen nach Bayern, wenn man ganz gerade durchgeht, eher durch Hessen als durch Thüringen. Und deswegen hat ja, das war ja der erste Punkt, wo die Thüringer Landesregierung gesagt hat, sie besteht auf diesem Punkt. Aber wir haben lange dafür gekämpft, dass wir die Erdverkabelung bekommen. Ich habe übrigens schon damals gesagt, dass alle die, die gegen Monstermasten mobil machen, am Ende mal schauen werden, Stichwort, dass auch Erdkabel Bodeneingriff beispielsweise bedeutet. Und das ist natürlich so. Und die einen, sagen, wenn ich das mal so sagen darf, die Ornithologen sind in der Sekunde still, wenn es unter die Erde kommt. Und daraufhin ist dann der Bauernverband auf der Matte. So ist das. So ist das, wenn man unterschiedliche Interessen an dieser Stelle vertritt. Aber ich will das noch einmal sagen, Herr Lenders, Sie haben doch gerade Sie, wenn ich einmal an die osthessische Debatte erinnere, immer vor den Monstermasten in Anführungszeichen gewahrt. Jetzt auf einmal, Sie haben gesagt, Sie brauchen das gar nicht, weil bei Ihnen der Strom aus dem Atomkraftwerk kommt. Okay, ist auch eine. Na ja, irgendwoher muss er ja herkommen. Irgendwoher muss der Strom ja kommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Irgendwoher muss er ja kommen. Und deswegen will ich an dieser Stelle noch einmal sagen, wir sind an dieser Frage sehr darauf angewiesen, dass wir an fachlichen Kriterien festhalten. Und natürlich ist das an dieser Stelle so. Wir brauchen am Ende mehr Vernetzung. Wir hatten ein Stromsystem, das bestand mehr oder weniger aus 500 Kraftwerken. Und jetzt haben wir eins, das besteht aus ungefähr 2 Millionen Erzeugern. Dass man da mehr Vernetzung braucht, dazu muss man kein Physiker sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen will ich noch einmal auch an andere wenden. Ich habe ja lange debattiert. Übrigens, ich kann mich noch erinnern, 2014 hatten wir hier die erste Anhörung im Wirtschaftsausschuss zum Thema Südlink. Und ich hab damals auch schon gesagt, wir brauchen am Ende die Gleichstromübertragungsleitungen, weil wir am Ende dafür sorgen müssen, dass dieses System vernetzter wird. Und jetzt will ich noch einmal dem Kollegen Grüger sagen, weil ich ja weiß, dass der Kollege Grüger ein großer Freund der Energiewende ist. Wir müssen natürlich aufpassen. Wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass wir zunehmend Geld ausgegeben haben, um sozusagen die Versorgungssicherheit sicherzustellen. Das sind die sogenannten Redispatch-Kosten. Wenn wir am Ende in Norddeutschland viele Angebot an Windstrom haben, der aber wegen mangelnder Leitungskapazitäten nicht verbraucht werden kann, weil wir nun einmal Verbrauchsschwerpunkte im Süden haben. Und dann geben wir Geld dafür aus, um dort Windstrom abzuregeln und gleichzeitig dafür Geld zu bezahlen, dass er nicht produziert wird. Gleichzeitig werden Kraftwerke in Süddeutschland, teilweise in Österreich, vorgehalten, die dann dafür sorgen, dass der Strom da ist. Man zahlt also quasi
doppelt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das wiederum wird der Kollege Rock nicht müde zu geißeln. Und wenn wir nicht wollen, dass diese Situation immer schwieriger wird, dann brauchen wir zusätzliche Transportkapazitäten, die dann eben auch in Gleichstromtechnik ausgeführt werden sollen. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann sage ich gerade Ihnen als Freund der Energiewende, dann werden die Feinde der Energiewende dieses wiederum dazu benutzen, um die Energiewende zu stoppen. Und deswegen muss man sich sehr genau überlegen, welche Haltung man vertritt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Es leben keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind damit am Ende der Debatte und stelle fest, dass die Aktuelle Stunde der FDP damit abgehalten ist. Ich lasse nun über die beiden Anträge, die noch vorliegen, abstimmen. Es ist der Dringliche Antrag der Fraktion der FDP betreffend Hessen gegen Südlink, Drucksache 19/5068. Wer ihm zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der FDP. Wer stimmt dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, SPD und DIE LINKE. Somit ist dieser Dringliche Antrag abgelehnt. Top 74 zur Geschäftsordnung, Herr Kollege Rudolph. Ja, Frau Präsidentin, wir bitten, die Ziffern 1 und 2 getrennt abzustimmen. Es sind zwei Ziffern. Dann lasse ich getrennt über die beiden Ziffern abstimmen. Wer der ersten Ziffer zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Fraktionen von BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und der CDU. Wer stimmt dagegen? SPD, FDP und DIE LINKE. Und somit ist dieses abgelehnt. Angenommen worden, zugestimmt worden. So, dann sind wir jetzt nun bei Tagesordnungspunkt? Ach, die zweite Ziffer. Entschuldigung, jetzt haben Sie mich doch ein bisschen verwirrt, Herr Kollege Rudolph. Das geschieht auch manchmal bei Ihnen. So. Sie brauchen nicht rot zu werden. Also, Ziffer 2. Wer ihr zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und SPD. Wer stimmt dagegen? FDP. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der LINKE. Somit auch zugestimmt. So, dann rufe ich auf, dann in Gänze zugestimmt.